Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zum Zelda Tuesday. Eine Woche ist um. Das bedeutet, es ist mal wieder Zelda Time. Ja, was ist im letzten Part passiert? Wir haben den vierten Dungeon abgeschlossen. Ja. Und haben den Bossfight absolviert. Die arme Yeti-Frau. Und haben einen Teil des Schattenspiegels bekommen. Fehlen nur noch zwei. Jetzt sind wir auf dem Weg zum fünften Dungeon. Ich befinde mich hier gerade im Fironerwald. Und müssen wir schauen. Da ist er. Wir sollten, denke ich mal, zum Menschen werden. Und da hinten sehe ich schon die gewisse Person. Es ist ziemlich lange her, dass wir beide in diesem Wald waren. Oh ja. Sag mal. Jenseits dieses tiefen Tals, dort soll es tief im Wald einen uralten Schrein geben, der von einer heiligen Macht geschützt wird. In diesem Schrein, der von den Vorfahren der Halliane erbaut wurde, soll es Überreste einer uralten, hochentwickelten Zivilisation geben. Wenn es jemandem gelingen würde, das Geheimnis dieser alten Zivilisation zu ergründen, könnte Hyrule sicher gerettet werden. Torti, willst du die Aufgabe übernehmen, die Schlucht zu überqueren und dieses Geheimnis der uralten Zivilisation ergründen? Natürlich. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Mein Partner wird dir helfen, die Schlucht zu überwinden. Ein goldenes Huhn. Mach dich nicht über ihn lustig. Er fliegt wirklich fantastisch. Er bringt dich über die Schlucht. Du wirst schon sehen. Ja, aber... Nein, jetzt ist das Huhn runtergefallen. Und jetzt? Oh, jetzt muss ich nochmal neu laden, ne? Ah, das ist doch ätzend. Aber ein goldenes Huhn, mit dem will ich mich nicht anlegen. Ich habe es offscreen aus... da bist du ja. Ich habe es offscreen ausprobiert. Ich habe so ein bisschen ein normales Huhn geärgert. Das war nicht lustig. Und das goldene Huhn. Naja. Ich weiß nicht so ganz. Ich muss, denke ich mal, zum Heiligen Hallen. Bin mir da aber auch nicht ganz sicher. Kam das Huhn nicht wieder? Ja, es respawnt einfach. Okay, komm her. So, was bringt mir das jetzt mit diesem goldenen Huhn? Ich muss da vorne hin, das ist klar. Aber wie zum Teufel? Ah, okay. Vielleicht sollte ich als erstes... Ja, ist ja gut. Komm her! Ich habe das Huhn, glaube ich, verärgert. Jetzt komm her! Wir gehen als erstes hier hin. Dann da.
Ah, ich verstehe. Ich behalte das Huhn nochmal. Ich weiß nämlich... Theoretisch brauchen wir das doch eigentlich nicht mehr, oder? Also so vom Theoretischen her. Rüber. Es ist kein Wind. Das gefällt mir nicht. Weil so komme ich da nie im Leben rüber. Jetzt geht's. Man muss richtig an den Rand gehen. Okay. Komm her, Hühnchen. Die Seile sind auch weg. Das heißt, selbst mit dem Wolf würden wir gar nicht rüberkommen. Na gut. Muss ich hier was machen? Ich hoffe nicht. Und ich hätte auch noch gerne ein Herzteil. Jetzt kommt das Horror-Kit wieder. Okay. Oh nein, darf man wieder mit dem Horror-Kit spielen? Natürlich dürfen wir es. War ja klar. Wir folgen einfach dem Horror-Kit. Erstmal. Geht weg und lasst mich in Ruhe. Ich weiß doch, glaube ich, wo ich lang muss, oder? Natürlich. Ja gut, liebes Horrorkind, lass uns spielen! Eine komische Marionetten kannst du dir sonst wohin stecken. Gerne was ausprobieren. Das bringt natürlich gar nichts. Aber wo ist jetzt das Horror-Kit? Das muss doch hier irgendwo sein. Oder ist es da vorne? Da ist es. Oh, Pfeile. Episch. Die brauchen wir sogar, denke ich, ne? Was ist das denn da oben? Ist das eine Geisterseele? Wie komme ich denn da hin? Keine Ahnung, wie ich nach da oben... Ah doch, ich weiß, wie ich nach da oben komme. Können die eigentlich unter Wasser kommen?
theoretisch könnte ich ja meine Sora-Rüstung anziehen. Ja, das ist eine Geisterseele. Hallo, mein Freund. Nein, Link, warum gehst du denn nach unten? Mein Gott. Ich will doch nur die Geisterseele haben. Und ihr geht mir nicht auf die Nerven, ja? Na komm, bevor es hell wird. Komm, 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 schnell, 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 schnell. Jawohl. Dann hätten wir die nämlich auch. So, wo ist jetzt dieses schöne Horror-Kit? Ja, ja, ist ja gut. Hier muss es sein. Das war, glaube ich, hier drauf. Daneben. Okay, hier ist es vielleicht doch nicht. Lasst mich in Ruhe. Ich dachte, das Horror-Kit wäre hier. Kann das sein, dass es mehr geworden sind? Da ist es. Da ist die Fackel oder das Licht. Guck mal, hier kann ich auch was anzünden. Das würde ich auch gerne machen wollen. Herzteil oder Rubine? Oh, Bomben! Jupp, warum nicht? Da ist das Horror-Kit. Da ist es. Ich denke mal, ich hätte auch mal eine Steinschleuder nehmen können, aber... Bleib stehen! Vorne. Es muss hier sein. Kann ich da hochklettern? Nö, okay. So, hier muss es jetzt irgendwo sein, hoffentlich. Nee, es ist hier lang gelaufen. Läufst du noch weiter, mein Freund? Oder bist du schon hier oben? Immer noch nicht. Liebes Horror-Kittchen, wo bist du? Nee, warte, von hier komme ich doch. Ah, das ist immer nicht ganz einfach. Das Horror-Kit ist gut im Verstecken spielen. Muss man ja einfach sagen. Hier ist es nicht.
Das heißt, es muss da lang gegangen sein, ne? Sehen wir uns mal hier um. Das war vor aber noch nicht auf. Horrorkittchen, wo bist du? Ah, da bist du. Oh, Pfeile. Was ist da oben? Ich sehe das gerade nicht. Die Melodie kommt von da. Oder? Nein. Wir schauen mal da oben nach. Kommen wir immer noch nicht weiter. Doch, da oben ist es! Wie fies, es hat sich versteckt. Bleib stehen! Oh mein Gott. Aber das Horrorkit ist auch ein Geisterwesen, ne? So nehme ich einfach mal an. Ah, wir sind hier! Das heißt... Ja, hier gab es doch irgendwo ein Herzteil, oder? Jetzt ist es sauer, weil es wieder verliert. Die Pfeile sind schon praktisch. Ja, natürlich. Da kommt er, meine Freunde. Ah, verdammt, daneben. Ich muss halt den Moment ausnutzen, wo ich alle besiegt habe. Wo ist es jetzt schon wieder hin? War doch lustig. Du darfst durch zu dem geheimen Ort. Das ist lieb. Ich würde mich eigentlich hier nochmal gerne umsehen, aber...
Okay, wir sind hier. Schön. Oh nein, muss ich wieder dieses eklige Rätsel machen? Oh Leute. Der heilige Heini, hier ist das also. Oh, hallo Käferchen, dich sammle ich später ein. Oder? Ach komm, wenn wir schon mal hier sind. Schnecke, okay. Auch noch nach links. Ah, genau, hier. Hier ist doch ein Herzteil, oder? Wo sind denn meine Bomben? Erstmal ist da eine Geisterseele. Okay. Keine Ahnung, warum sich eine Geisterseele unterm Stein versteckt. Aber ich würde sagen, wühlen wir doch noch mal ein bisschen, oder? Natürlich. Ich würde sagen, wir clearen das erstmal hier ein bisschen. Guten Appetit. Haben wir auch noch welche? Ja, jetzt teilen die sich mich. Aber ich kann lenken, wohin ich gehe, okay? Sammeln wir erstmal alles ein. Und wie ihr sehen könnt, haben wir noch nicht alle Gegner hier besiegt. An der Decke sind nämlich noch welche. Einer. Darauf musst du aber auch erstmal kommen. Ja, also. Ich habe es auch nur in den Comments gelesen gehabt, dass es möglich ist. Ja, na komm, rauf da. So. Ein weiteres Herz, du hast ein neues Herz, einen neuen Herzcontainer. Wuhu! Das heißt, uns fehlen nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Herzcontainer. Entspannt. So. Vier von sechs Geisterseelen, Alter. Lasst ihr mich durch? Ja, ihr lasst mich durch. Ja, moin. Dankeschön. Muss ich das Master Sword hier wieder reinstecken? Natürlich.
Oh. Sesam, öffne dich! Es passiert doch 100 pro was, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da jetzt einfach so durchlaufen kann. Als ob. Nein, natürlich nicht. Oh, dann haben wir hier mal einen Teleportpunkt. Schön, ne? Muss ja eh erstmal ein bisschen aufräumen. So, das war's für die Fledermäuse. Die beiden hauen wir auch mal weg. Einmal bitte zum Mensch werden mit einer. Da haben wir noch zwei Dudes. Aber ich glaube, mit dem Wolf ist das doch einfacher. Jawohl. Jo, jetzt haben wir hier einen Teleportpunkt. Schön, schön, schön. Jetzt müssen wir wieder nach oben, ne? Einmal bitte zum Mensch wieder mit, ne? Ich höre was glitzern. Nee. Hört ihr das? Oder ist es der Dude da unten wieder? Ach so, nee, nee, den haben wir schon. Nee, nee, nee. So sah das ja also früher aus. Ich denke mal, das könnte die Zitadelle der Zeit sein. Ich weiß es aber nicht. Sieht ein bisschen so aus. Auch von der Melodie her. Okay, ihr lasst mich doch nicht vorbei, oder? Ihr lasst mich vorbei? Gut. Da habe ich nichts dagegen. Okay, dann würde ich sagen, setzen wir hier einen Cut. Ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Kommentar da lassen. Wir sehen uns im nächsten Zelda Tuesday wieder. Bis dann.